Hallo und willkommen zur Quizshow Fragen, die ihr schon immer mal Wolfgang stellen wolltet. Hallo. Wir haben hier einen freiwilligen Teilnehmer bei uns sitzen, Wolfgang. Sag doch mal Hallo zu den Zusehern. Hallo, bitte nimm die Waffe weg. Ihr habt ja von ihm aufgetragen bekommen, ihm ein paar mehr oder weniger private Fragen zu stellen oder überhaupt Fragen über ihn. Und er hat sich halt mal so die Zeit genommen, so die wichtigsten rauszuschreiben und die gehe ich jetzt einfach mal mit dir durch. Ich würde sagen, fangen wir an. Bist du bereit? Grundsätzlich nie. Okay, die 100-Euro-Frage. Wie heißt du im Real Life? Dazu gebe ich wie im 100-Abonnenten-Special ein ganz einfaches Rätsel auf. Er hat mich gerade schon Wolfgang genannt. Das machen viele im Let's Play auch. Und mein Blog läuft auf muella.quick.at. Wie werde ich da wohl heißen? Du weißt schon, dass die Frage an dich ging und du nicht den Zuseher eine Frage stellen sollst. Ja, die 100 Euro kriegst du leider nicht, die gehen an die Zuseher. Aus seiner Tasche. Okay, zweite Frage. Ich werde in der Videobeschreibung seine Anschrift verlinken, ihr könnt euch dann bei ihm beschweren. Sicher nicht. Zweite Frage. Was ist dein Lieblingsspiel? Mit über 2500 Spielstunden schwer zu erraten, League of Legends. 2500? Drüber. Drüber? Ja. Ein Durchschnittsgamer kommt da nie hin. Doch. Nein, weil der variiert so ein bisschen zwischen den Spielen. Der spielt eben nicht immer nur eines. Ich spiele auch nicht nur eines. Ich klebe es auf. Ah. Dritte Frage. Aus wie vielen Leuten besteht dein Team? Zählen? Zehn? Nein, ich muss zählen. Also 10? Ich stelle mir gerade so 10 Leute, aber so viel komme ich auch wieder nicht. Gut, dann haben wir mal Tobias, Matthias, Stefan, die ehemaligen Mitglieder mitgezählt oder nicht? Ich gehe einfach alle durch. Es ist Dirk, Marc, wobei der ist selbst Let's Player, zählt das? Ja, er ist auch. Naja, kommt halt darauf an, ob er sich dann im Team zugehörig fühlt. Oder ob ich zähle ihn einfach mal mit. Okay. Marc, ist die Frage, zählt er jetzt auch? Ja, er zählt, dann sind es 6 Mitglieder. 6 Mitglieder, also mit dir insgesamt dann 7 statt 7 Leuten. Genau. Und das Aktuelle, weil es sind ja auch Ältere dabei. Ja, aktuell spielen mit Tobias und Dominik. Und ja, bei der Let's Replay LOL natürlich mehr Leute. Oder Let's Play LOL, je nachdem, wer halt dann gerade eben dabei ist. Aber die sind halt nicht fix im Team. Und es werden demnächst aber auch wieder Projekte mit Matthias kommen. So 90%iger Sicherheit. Wenn er neben Arbeit und Studium die Zeit findet. Okay. Nächste Frage, mal was Politisches. Was sagst du zu Erdogan? Zum Hinweis Türkei, die ganze Geschichte. Läuft eh die letzten Wochen immer in den Medien. Um es etwas österreichischer auszudrücken, er ist ein Volltrottel. Okay, und jetzt noch für die Deutsch, für die deutschländischen Zuseher. Nein, also ich finde das eine absolut hirnrissige Aktion. Ich weiß nicht, vielleicht hat er zu wenige Retweets bekommen oder so, dass er Twitter sperren lässt. Oder zu wenig Abonnenten auf YouTube, damit er YouTube sperren lässt. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, wegen irgendeinem Video, das wahrscheinlich nicht mal irgendein Mensch ernst nimmt, eine ganze Internetplattform sperren zu lassen. Oder bei Twitter wegen der quasi elektronischen Briefgeheimtuerei, die sowieso die NSA auslesen kann wie ein Bilderbuch. Deswegen eine Plattform sperren lassen, da würde ich eher die USA anschreiben und die Hintergrundinformationen rausgeben lassen. Da hast du's. Okay, ja, nächste Frage. Woher kennst du Matthias? Die Frage ist vielmehr, woher kennt Matthias mich? Okay. Es war so, ich habe
Left 4 Dead mit Derkus Let's Play. Da war Stefan auch noch dabei, also Sokrates. Und wir hatten einen vierten Spieler gesucht. Und ursprünglich hätte das Stefans Bruder sein sollen. Der hatte aber dann keine Zeit. Und daraufhin haben wir im Let's Play gesagt, okay, wir suchen einen vierten Spieler. Und daraufhin hat sich Matthias gemeldet. Okay. Das heißt, er war vorher schon Zuschauer. Deswegen würde mich interessieren, woher kennt er mich? Grüße! Okay. Und wie lange kennst du Matthias schon? Also, wir haben hier irgendwo anscheinend einen weiblichen Zuseher, der sehr auf Matthias abfährt. Wie lange kenne ich Matthias schon? Puh. So, Daumen mal Pi, circa. Zweieinhalb Jahre. Ja. Nächste Frage. Hast du schon mal all deine Spiele gezählt? Ja, das ist lange her. Damals waren es 8. Okay, das ist wirklich lange her. Nein, ich habe sie noch nie wirklich gezählt. Also, ich wusste mal, wie viele Nintendo-Spiele ich habe, also 64er und Gamecube. Aber seit Wii U, DS, 3DS und so weiter habe ich eigentlich aufgehört zu zählen. Und beim PC sowieso schon vor Jahren. Okay, Zwischenfrage von mir, wirst du sie mal wieder zählen? Dass wir mal uns so circa vorstellen können, was du eigentlich alles in deiner Sammlung hast. Wenn ich mal altersschwach bin und mein Testament verfasse, ja. Okay. Nächste Frage. Okay, eine sehr sinnreiche Frage. Was macht die Ente auf einem Baum? Ich nehme mal an, dasselbe wie unten. Rumquaken. Okay, nächste Frage. Wohnst du in einer WG? Wenn ja, mit wem? Die Frage ist ja aufgrund des Behind the Let's Play Videos aufgekommen. Nein, ich wohne nicht in einer WG. Das hier ist das umgebaute Obergeschoss meines Elternhauses. Leider ohne Küche, die wurde damals aus bautechnischen Gründen nicht bewilligt. Aber im Prinzip eine eigene Wohnung. Mein Bruder wohnt aber hier oben. Okay. Nächste. Woher bzw. wie lange kennst du Dominik? Das erzählst du. Das erzähle ich, okay. Also woher kennen wir uns? Ich bin mit ihm, Gott sei Dank, leider Gottes, sucht es euch aus. Es war beim Speed-Dating. Ich war der Power Ranger und er war die Sailor Moon. Nein, wir sind verwandt. Er ist mein Großcousin. Also Cousin ersten Grades, zweiten Grades, sagt man in Deutschland dann. Cousin zweiten Grades, das heißt, er kennt mich im Prinzip, seitdem ich so ein kleiner Stöpsel war. Habe ihn auch mal fallen lassen? Ich glaube nicht, dass du mich als kleinen Stöpsel mal in der Hand hattest. Nope. Da warst du 8? Nein, noch jünger. Da warst du 5. Exakt. Weil er ist 5 Jahre älter als ich. Ist irgendwie logisch, wenn er 5 war als ich. Ja, ist eh klar. Letzte Frage. Wie kamst du auf die Idee, Let's Plays zu machen? Das ist ein Roman. Kurzform, bitte. Und davon nur ein Auszug. Nein, ich habe den ersten Kontakt mit Let's Plays eben in der Berufsschule gehabt. Die lange Version beim 100-Abo-Special übrigens. Ich werde das, glaube ich, unten irgendwo verlinken, weil das sind viele Fragen, die vielleicht jetzt so noch im Nachhinein aufgekommen werden. Schon behandelt, also. Ich habe in der Berufsschule bei einem Zimmerkollegen und später auch sehr guten Freund Let's Plays gesehen. Ja. Und keine Werbung machen. Der hat eben gemeint, ja, das wäre doch auch was für mich. Und ich habe damals gesagt, nein, weil der Typ bei den Let's Plays hat so krass rumgeflucht, dass ich eigentlich nur dachte, okay, das ist nichts. Und irgendwie bin ich dann ein Jahr später oder vielleicht, also fast eineinhalb Jahre später, auf Gronkh gestoßen, als der große Minecraft-Hype war. Also als das Ganze noch am Anfang war. Und habe bei dem die Let's Plays eine Zeit lang geschaut. Und irgendwann bin ich dann durch ihn. Was denn? Lass das, das macht die Zuschauer wahnsinnig. Ich spiele mir übrigens mit dem Korken.
Das ist von gestern. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich müsste ich das doch auch irgendwie hinkriegen. Und dann kam noch Derkus dazu, der meinte, ja, ich könnte das eigentlich ganz gut. Hätte auch eine passende Stimme dafür. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Mhm. Und jetzt sind es 3 Jahre und eine Woche. Yay! 349 Abonnenten und noch keinen Deutsch schlauer. Du oder die Abonnenten? Im Gegenteil, ich habe sogar diese Vorliebe für die schlechten Wortspiele im Laufe der Let's Plays ausgebaut. Also du hast sie fast perfektioniert, möchte man meinen. Schon fast untergraben. Ich krieg Kopfweh bei dir. Okay, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die natürlich jederzeit stellen. Einfach in die Kommentare. Ich werde sie dann entweder in den Kommentaren beantworten oder vielleicht hin und wieder mal so ein FAQ-Video machen. Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen bei unserer Quizshow Fragen, die Sie Wolfgang schon immer mal stellen wollten. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen etwas über sein Leben erfahren können. Wenn Sie weitere Fragen haben, schicken Sie sie an diese eingeblendete Adresse. Nein, du sagst jetzt nichts. Ich bin gerade bei der Verabschiedung. ORF, Kennwort Kasperlpost, 1136 Wien. Braucht ihr nichts mehr hinschicken, die Adresse gibt's nicht mehr. Okay, wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Zusehern. Wenn Sie meinen, wir sollen weiter mit Videos machen, schicken Sie bitte ein paar Euro an dieses Spendenkonto. Nein, ernsthaft. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Hoffe ich ja doch, sonst hättet ihr keine Fragen gestellt. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Morgen startet der neue Sendeplan, der jetzt schon auf meinem Blog zu lesen ist. Und ab morgen dann auch auf YouTube. Wir starten morgen durch mit einer Folge Mass Effect und einer Folge Let's Play League of Legends. Also nix Replay, Let's Play. Wie schon angekündigt, dienstags, donnerstags und samstags sind dann die Anno-Tage, an denen wirklich Anno kommt. Und am Dienstag gibt es Let's Talk About. Außer ich stelle das noch auf einen anderen Tag um, das schaue ich mir noch an. Okay, und das ist eben der letzte Tag der Special-Woche. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit Let's Play Böse Nachbarn 1 und 2 und einem abschließenden kleinen, irrsinnig lustigen Bonus-Video, das heute ja, weil ja Anno 1404 Together jetzt auch schon fertig ist, kommt. Lasst euch überraschen, was dann um 14:30 Uhr auf euch zukommt. Ansonsten muss ich mich jetzt noch bedanken, und zwar bei Dominik, dass er sich wieder die Zeit genommen hat und die Fragen gestellt hat. Danke, immer wieder gern. Und dass er meine Wortspiele bei 26 Folgen Lego Herr der Ringe ertragen hat. Komisch, so lege ich da immer. Außerdem bedanken möchte ich mich bei euch als Zuseher, als Feedbackgebende, als ja, eben, genau das wollte ich auch sagen. Es ist immer wieder eine Freude, eure Kommentare zu lesen, eure Meinungen zu Themen, zu denen man eben redet, mit euch darüber diskutieren zu können, teilweise auch näher Kontakt aufzubauen. Außerdem möchte ich mich bedanken bei Charter67, bei Doc Ratte, bei Skasu, bei Monolith231. Dich hatte ich schon? Ich war der Erste. Und bei allen aus meinem Team, also nochmal alle aufgezählt, ist jetzt glaube ich heftig, dafür, dass sie einfach die Unterstützung geben. Ganz besonders dem Doc, weil der eben auch die Glückwünsche noch am Montag in einem Video gebracht hat.
Wer es nicht gesehen hat, schaut es bitte auf seinen Kanal, auf die Videos von Montag. Ist eine Minute 40 das Video. Großes Dankeschön dafür. An alle, die irgendwie bei den Videos mitwirken, sei es jetzt auch nur im Hintergrund, die dann eben nur teilweise bei Videos mithelfen oder bei einfachen Testvideos, zum Beispiel waren mein Bruder, seine Freundin und ein guter Freund von uns mal auf einem Testvideo dabei, dass ich einfach so rumexperimentiere. Also auch danke an alle, die ihr jetzt so nicht seht oder die sonst nicht in den Videos vorkommen, die einfach im Hintergrund mithelfen. Das trifft auch auf ein paar von euch zu, die dann im Hintergrund noch mit mir in Kontakt stehen und per PN oder per anderen Chat irgendwie oder auch per Steam. Wer es nicht weiß, da gibt es eine Absurdos Fanpage, da kann man dann auch liken und mit mir Kontakt aufnehmen und so weiter. Die da einfach im Hintergrund mit mir in Kontakt stehen und mir zusätzlich Feedback geben, mir da Vorschläge bringen und ihre Meinung sagen. Einfach nur ein großes Danke an euch alle. Ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Wir bedanken uns aufs Herzlichste fürs Zusehen und wünschen euch eine wunderbare Zeit. Wenn es gefallen hat, könnt ihr das Video gerne daumieren, und zwar positiv. Wenn es nicht gefallen hat, sehr gerne auch negativ. Nein, wenn es nicht gefallen hat, auf irgendein anderes Video klicken. Wenn euch die Videos gefallen, dann schickt sie auch euren Freunden weiter, teilt sie auf Facebook, Twitter. Seit neuestem bin ich auch aktiv auf Google+. Dachte ich mir eigentlich auch nicht, aber es ist einfach, weil es schon verknüpft ist. Komisch, so rege der immer. Wir wünschen euch noch eine traumhafte Zeit, habt Spaß, was immer ihr auch macht, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.